Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Eine Live-Reportage bzw. ein Interview mit der Betriebsratsvorsitzenden der kämpfenden Belegschaft von Voith in Sonthofen im Allgäu. Ich stelle jetzt mal der Kollegin die Frage: A, wie heißt sie nochmal? Sie soll sich vorstellen. B, wie ging denn das hier überhaupt los? Mein Name ist Birgit Dolde, ich bin Betriebsratsvorsitzende bei Voith in Sonthofen. Wie ging das los? Es ging los auf den Tag genau vor 7 Monaten, das war am 14. Oktober. Da wurden in der Früh um 8 Aushänge verteilt, dass die Belegschaft sich versammeln soll. Es gibt eine Info der Geschäftsführung. Viele der Kollegen sind da frohen Mutes hin, weil man dachten, es wären die guten Zahlen verkündet, die wir bis Freitag vorher noch im Geschäft gehört haben, die verkündet wurden. Was uns dann verkündet wurde, war natürlich was ganz anderes, was keiner erwartet hat. Uns wurde da gesagt, dass Voith beschlossen hat, diesen Standort zu schließen. Das Ganze hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Erklärt wurde uns das Ganze mit Balkendiagrammen, die wirklich nichtssagend waren, keiner von uns nachvollziehen und verstehen konnte. So war der Anfang der ganzen Geschichte vor 7 Monaten. Okay, und wie ging es dann weiter? Ich muss gerade überlegen, das ist schon so lange her, also es gab viele Sachen, die dann passiert sind. Natürlich hat die ganze Belegschaft und mir als Betriebsrat gesagt, das kann nicht sein und wir kämpfen dagegen. Also es gab dann von Anfang an eine große Solidarität, dass alle gesagt haben, wir kämpfen gemeinsam. Es kann nicht sein, dass man unser Werk, unsere Hütte mit fast 500 Jahren Tradition hier zumacht. Es gab so Aktionen, dass wir gemeinsam nach Heidenheim gefahren sind. Dort ist die Zentrale des Voith-Konzerns, da sind 1300 Leute mitgefahren, das waren Kollegen aus dem Werk, es waren die Familien Sonthofner und aus der Umgebung, die einfach solidarisch waren. Wir hatten da eine Demo und eine Kundgebung. Es gab natürlich viele Gespräche und Versuche mit der Geschäftsführung erstmal für uns zu verstehen, wie kommen sie überhaupt auf diesen Schließungsplan, welche Zahlen legen sie zugrunde. Es gab dann auch über den Gesamtbetriebsrat ein Alternativkonzept, ist entwickelt worden. Also da wurde an jedem Standort mit den Leuten, die wirklich an den Standorten arbeiten, gesprochen, wurden die Probleme aufgedeckt, unter anderem war ein großes Problem oder ist ein großes Problem die Vertriebsstruktur und andere Dinge. Wir haben dann versucht oder nicht nur versucht, wir haben ein Alternativkonzept gehabt, in dem kein Standort schließen müsste und haben versucht, das mit der Geschäftsführung zu diskutieren, um zu sagen, es geht eine andere Lösung. Die würde die gleichen Einsparungen bringen, das gleiche Einsparpotenzial, wie Voith gefordert hätte. Das wurde uns abgelehnt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Voith spricht bis dato mit euch nicht. Voith spricht zögerlich mit uns. Also Voith spricht, aber wir hören immer wieder die gleichen Dinge, dass diese Schließungspläne durchdacht sind und das einzige wahre Mittel, was wir sehr bezweifeln. Das heißt, bis jetzt habt ihr keinen Kompromissvorschlag von Seiten der Geschäftsleitung erhalten? Nein, also wir haben versucht, diesen Kompromiss zu finden, zu diskutieren. Der wurde abgelehnt und es gab auch gestern einen Termin, der letzte Termin der Einigungsstelle vom GBR. Da gab es nochmal den Versuch, auf einen Kompromiss zu kommen. Weiterhin wurde vom Voith-Management nur ihr Schließungsplan forciert und über was anderes konnte man nicht vernünftig reden. Okay, wie ist denn die Stimmung so unter der Belegschaft bis dato? Weil ihr seid ja doch jetzt schon einige Wochen im Streik. 3 Wochen, glaube ich. Wir sind genau 3 Wochen im Streik, auf den Tag genau. Wenn man das unter den Umständen sagen kann, ist die Stimmung gut. Gut in dem Sinn, dass wir sagen, wir haben einen unheimlichen Zusammenhalt, unheimliche Solidarität. Und hier spricht auch keiner davon, dass wir aufhören. Absolut nicht. Also keiner will aufgeben. Wie ist denn der Rückhalt in der Bevölkerung? Der Rückhalt in der Bevölkerung ist unglaublich und manchmal für mich und für die Kollegen echt überwältigend. Also es kommen viele hier vorbei, zeigen uns einen Daumen hoch, schreien uns einen Super aus dem Auto, halten an, bringen uns Kuchen, reden mit uns, spenden teilweise für die Streikkasse und egal wo wir hinkommen. Also Sonthofen ist eine Stadt mit 22.000 Einwohnern circa. Mittlerweile kennt man einen Großteil unserer Gesichter, egal wo wir hingehen, zum Einkaufen oder irgendwo. Wir werden darauf angesprochen, man wünscht uns Glück und wir sollen durchhalten. Okay, letzte Frage, die ist ein bisschen provokant. Die bayerische Landesverfassung gibt auch die Forderung nach Enteignung her. Wie steht ihr denn dazu? Weil Voith war ja bis in die 90er Jahre ein staatlich geführtes Unternehmen. Sehr provokante, sehr gute Frage. Also es gibt T-Shirts von uns, die wurden nach 1 oder 2 Wochen gedruckt, auf denen steht, Voith kann gehen und wir bleiben. Also wenn wir irgendeine Chance sehen würden oder wenn es die gibt, zu sagen, dieses Werk bleibt stehen, wäre dabei. Ich kenne die Verfassung nicht gut genug oder den Prozess dahinter, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn wir einen Tipp kriegen, sehr gerne. Okay, ich glaube, die Arbeiter sind selbstbewusst, die Arbeiter sind kämpferisch. Und ich danke dir für dein Gespräch und wünsche euch nach wie vor sehr, sehr viel Erfolg. Danke.